Bei der Wissensvermittlung im Schulunterricht spielt die Anschaulichkeit des Lernstoffes eine große Rolle. Wir haben Lehrer und Lehrerinnen gefragt, wo stoßen Sie dabei auf Herausforderungen im Schulalltag? Mir fällt da ganz banal die Verfügbarkeit von Material ein. Wenn ich so an Experimentier- oder Anschauungsmaterial denke, habe dann eine Schülerklasse mit 25 Leuten da vor mir sitzen, ist es einfach oft zu wenig Material, sodass jeder individuell oder selbst in Zweiergruppen an dem Material arbeiten kann. Wenn es zum Beispiel im Chemieunterricht um Erklärung auf Teilchenebene geht, kommen die herkömmlichen Modelle schnell an ihre Grenzen und AR könnte uns da sicherlich helfen, das eine oder andere anschaulicher zu visualisieren. Bei der selbstständigen Recherche nach Informationen stellt sich das Schulbuch oft als sehr eingeschränkt und eindimensional dar. Eine mögliche Lösung ist der Einsatz von Augmented Reality-Anwendungen auf Smartphones und Tablets oder mit Hilfe von AR-Headsets. Dies ermöglicht die Erweiterung des realen Raumes um virtuelle Inhalte und Informationen. So lassen sich zum Beispiel virtuelle Tiere im Klassenraum platzieren, um im Sachkundeunterricht eine bessere Vorstellung ihrer Größe und Bewegungsabläufe zu bekommen. Nach der Besprechung im Klassenverband können die Schülerinnen und Schüler das Tier mit an ihren Platz nehmen und individuell untersuchen. Auch das genaue Studieren von abstrakten oder unsichtbaren Sachverhalten, wie beispielsweise der Elektronenfluss in Stromkreisen, wird mit AR möglich. Unterrichtsinhalte sollen dabei nicht über verschiedene Anwendungen, sondern gebündelt in einer einzigen Lernplattform erreichbar sein. Ähnlich einfach wie beim Erstellen einer PowerPoint-Präsentation werden sich Inhalte bei der Unterrichtsplanung und Vorbereitung zusammenstellen lassen. Dieses Projekt ist im Rahmen des Wir für Schule Hackathons aus einem interdisziplinären Team von Programmierern, Designern und Lehrkräften entstanden. Ein Link mit weiteren Informationen befindet sich in der Videobeschreibung.